Poplar Bluff im US-Bundesstaat Missouri ist Trump-Land. Hier wurde der Präsident 2016 mehrheitlich gewählt. Jetzt setzen die Menschen wieder auf Donald Trump. In einer ganzseitigen Anzeige in der Lokalzeitung bitten sie ihn um Hilfe. Denn der von Washington entfachte Handelskrieg macht Poplar Bluff schwer zu schaffen. Hier läuft fast jeder zweite in den USA produzierte Nagel vom Band. Dafür braucht es Stahl und der wurde von Trump mit Strafzöllen belegt, wenn er aus dem Ausland kommt. Bislang hat die Mid-Continent Nail Corporation ihr Rohmaterial günstig vom mexikanischen Mutterkonzern bezogen. Jetzt steigen die Preise, ein Werk musste schon schließen. Das ist ein schwerer Schlag für die ganze Gemeinde. Wie könnte es uns nicht beunruhigen? Das ist ein Schlag nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für Zulieferer und ihre Familien. Verdammt, sogar der Späti gegenüber ist betroffen, wenn wir hier zumachen. Doch viele wollen die Schuld nicht bei Trump sehen. Obwohl sie sich Sorgen um ihren Job machen, glauben sie weiter an ihren Präsidenten. Ich werde ihn wieder wählen. Ich finde, er hat gute Ideen. Man muss sie nur umsetzen. So die schlechten Teile aushalten, um zu den guten Teilen zu gelangen. Einer US-Studie zufolge könnten Trumps Zölle unter dem Strich 400.000 Jobs vernichten.